Ich glaube nicht an Fügung und Schicksal. Als Techniker bin ich gewohnt, mit den Formeln der Wahrscheinlichkeit zu rechnen. So sieht Walter Faber die Welt. Bis diese Welt ihren Zustand ändert und der Ingenieur sie nicht mehr in eine Ordnung bringen kann. Der Wunsch nach Ordnung und Logik bis in die Grundlagen der Physik hinein bestimmt Walter Fabers Charakter. Im Roman heißt es: Ich war damals, 1933 bis 1935, Assistent an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich, arbeitete an meiner Dissertation über die Bedeutung des sogenannten Maxwell'schen Dämons. Volker Schlöndorff hat Max Frischs Roman verfilmt und dabei eine ganz eigene Antwort auf ein ästhetisches, nicht physikalisches Dilemma gefunden. Wie lässt sich ein Werk in ein anderes Medium, wie lässt sich Literatur in Film übersetzen? Ein Flugzeug, die Super Constellation, auf dem Papier abstürzen zu lassen, erscheint einfacher als vor der Kamera. Und 117 Filmminuten sind wenig für die Reise, die Walter Faber erlebt. Im Max-Frisch-Archiv ist ein umfangreicher Briefwechsel zwischen Max Frisch und Volker Schlöndorff erhalten, der zeigt, wie schwierig sich der Prozess vom Gedankenexperiment bis zur praktischen Umsetzung an Drehorten in 6 Ländern gestaltete. Unerwartete Ereignisse und drehgefährdende Hindernisse wie Sam Shepards Weigerung, ein Flugzeug zu besteigen, lassen sich erst nachträglich in eine erzählerische Ordnung bringen. Dass Schlöndorff Lösungen für seinen Dämon gefunden hat, beweist der Film, der 1991 in die Kinos kam und den wir heute gemeinsam sehen werden. Er ist, genau wie seine literarische Vorlage, längst ein Klassiker. Letztes Jahr feierten wir im Max-Frisch-Archiv den 60. Geburtstag des Buches Homo Faber mit einer Ausstellung, die bis Ende April zu sehen sein wird. Ein Ausstellungsstück, das Modell einer Super Constellation, haben wir hier aufgestellt. Für Ihren Film suchten Sie, lieber Volker Schlöndorff, vor 30 Jahren eine echte, immer noch flugfähige Super Constellation. Für manche ist dieses Flugzeug der heimliche Star des Films. Volker Schlöndorff startete heute in Tegel, Berlin, ohne Verspätung und ohne Schneestürme. Es könnte anders sein in diesen Tagen und umso mehr freuen wir uns, dass Sie hier sind. Ein kleiner Hinweis noch zum Ablauf. Direkt im Anschluss an das nun folgende Gespräch zeigen wir den Film. Auf Wunsch von Volker Schlöndorff werden wir die englischsprachige Originalfassung sehen. Die Veranstaltung endet mit einem Apéro, zu dem wir Sie herzlich einladen. Ich möchte dem Verband der Studierenden an der ETH danken, der uns diesen Raum zur Verfügung stellt und in allen technischen Belangen unterstützt. Ich danke den Kollegen von den Multimedia Services der ETH. Ich danke dem Team des Max-Frisch-Archivs und allen Kolleginnen und Kollegen der ETH-Bibliothek, die diese Veranstaltung möglich gemacht haben. Mein größter Dank aber gebührt Ihnen, Herr Schlöndorff, dafür, dass Sie ein weiteres Mal nach Zürich gereist sind. Schlöndorff, Max Frisch und Zürich, das ist in vielerlei Hinsicht wohl auch eine Super Constellation. Und damit übergebe ich das Wort an Thomas Stressle, den Präsidenten der Max Frisch Stiftung, und wünsche uns allen einen schönen Abend. Danke für die nette Einleitung, ja, Herr Amslinger. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich guten willkommen. Guten Abend allen. Guten Abend. Wir sagen jetzt mal fünfmal guten Abend. Herzlich willkommen zu dieser Veranstaltung und herzlich willkommen natürlich besonders Volker Schlöndorff. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute in Zürich sind. Wir haben etwa 45 Minuten Zeit, um ein kleines Gespräch über die Arbeit an diesem Film zu führen. Sie haben in Ihrem Leben sehr viele Bücher
bekanntlich verfilmt. Sie haben den Törleß verfilmt nach Robert Musil. Sie haben die verlorene Ehre der Katharina Blum nach Heinrich Böll verfilmt. Sie haben bekanntlich die Blechtrommel nach Günter Grass verfilmt und dafür auch den Oscar bekommen 1980. Sie haben jüngst einen Roman von Friedrich Arni verfilmt, Der namenlose Tag, ein Film, der vor etwa 2 oder 3 Wochen im ZDF ausgestrahlt wurde. Aber Sie haben, wenn ich richtig informiert bin, nur einen Autor 2-mal verfilmt bzw. sich filmisch mit seinen Büchern auseinandergesetzt, nämlich Max Frisch. Homo Faber 1991 und Return to Montauk 2017. Woher rührt Ihr Interesse oder Ihre Begeisterung für die Bücher von Max Frisch? Ja, Schicksalsfügung oder Zufall wurde ja gesagt. Ich würde sagen, es ist eine zu spät entdeckte Wahlverwandtschaft, weil wir uns eigentlich erst 3 Jahre vor seinem Tod wirklich kennengelernt haben. Wenn das früher gewesen wäre, wäre meine Biografie eine andere gewesen und auch meine Filmografie. Zuallererst habe ich, als ich Student in Paris war, 1959 schätze ich oder 1960, Biedermann und die Brandstifter im Theater gesehen, mit meinem Schulfreund Bertrand Tavernier zusammen. Wir hatten so ein Schülertheater-Abo. Das war das allererste, was ich von Max Frisch erfahren, kennengelernt habe. Wir waren damals von dem Stück sehr, sehr angetan, fanden, dass das sehr engagiertes Theater war. Und 59, 60 war in Frankreich eine sehr engagierte Zeit. Eigentlich was 68 dann wieder aufgekocht wurde, aber das war eben die Zeit des Algerienkrieges und sehr, sehr heftiger Auseinandersetzungen. Und da grüßte dieser Autor aus der Schweiz mit diesen Brandstiftern. Und dann habe ich, glaube ich, mindestens 15 Jahre lang nichts mehr von ihm gelesen und erst eigentlich Ende der 60er Jahre dann Stiller und Homo Faber und so weiter entdeckt. Aber wie das bei mir oft so ist, ohne daran zu denken, das zu verfilmen. Ich lese einfach gerne. Und manchmal kommt dann Jahrzehnte später plötzlich ein Buch und klopft an die Tür. Also in diesem Fall war es sogar bei Homo Faber 2-mal. Einmal habe ich 1977 eine Einladung nach Zürich bekommen ins Hotel Dolderer von einem großen amerikanischen Tycoon, Charles Bludorn, der mir dann eröffnete, dass sie entdeckt haben in den Archiven der Paramount, dass sie dort die Rechte von Homo Faber haben. Und nachdem ich gerade Katharina Blum im Verleih Paramount hatte, dachte er, ob mich das nicht interessieren würde. Ich habe damals Angst vor dem Stoff gehabt. Ich habe mir das nicht zugetraut. Und erst 12 Jahre später war ich dumm genug, die Angst verloren zu haben und habe nun meinerseits bei Max Frisch angeklopft. Aber die Anfänge, also der Film hat ja eine etwas langwierige Entstehungsgeschichte. Ich habe mir die Indiskretion geleistet und die gesamte Korrespondenz, die wir natürlich im Max Frisch Archiv haben, zwischen Ihnen und Max Frisch bzw. dem Verlag mal anzusehen. Und da gibt es 1977 einen handschriftlichen Zusatz auf dem ersten Brief, da steht, bitte nochmal vorlegen. Da offenbar missverstanden, ich will keine Rechte erwerben, sondern die Inhaber der Rechte bieten mir die Regie an. Es geht nur darum, und der nächste Satz ist unterstrichen, Regisseur möchte Autor sprechen. Ist das zu viel verlangt? Fragezeichen. Das war quasi 1977 der erste Versuch und es ging ja dann etwa 12 Jahre, bis dann das Projekt. Ja, aber es ist nie dazu gekommen, dass der Regisseur den Autor sprechen durfte. Beim Surkamp Verlag, ganz offensichtlich nach dieser Notiz auf dem Brief,
hat gesagt, ja, wir haben da nichts mehr mit zu tun. Jedenfalls ist es eben 1977 nie zu einer Begegnung gekommen. Das hätte mich wahrscheinlich umgestimmt. Vielleicht hätte er mich ermutigt, den Homo Faber dann schon zu machen. Nur ich weiß nicht, ob ich ihn da hätte machen können. Denn warum ich ihn mir wirklich zugetraut habe, ist das ganz falsche Wort. Ich lebte in New York inzwischen, wie Homo Faber und wie auch Frisch, wo ich 86 hingekommen bin, um Tod des Handlungsreisenden, und dann noch ein paar andere Filme zu machen. Mir ist dieser Ausflug nach Amerika nicht so gut bekommen. Das war teils erfolgreich, teils aber nicht erfolgreich. Es war das Ende einer 20-jährigen Ehe mit Margarete von Trotta. Es war der Anfang einer Liebe, die aber nicht weiterging. Und eines Tages ging ich so die ziemlich runtergekommenen Teile Hell's Kitchen, 11th Avenue und 54. Straße runter und denke, Homo Faber, das bist du. Du hast gedacht, du hast deine Karriere fest im Griff und hast das alles gemacht, immer kontrolliert, immer rational und guck ja, wo du jetzt bist, hier in so einem Einzimmerstudio gegenüber von einer A&P-Filiale mit den Veterans vom Vietnamkrieg, die da draußen auf dem Bürgersteig sitzen und ihre Sixpacks Bier trinken. Und ja, wirklich ein Triumph der Karriere. Und außerdem bist du tief depressiv und weißt nicht mehr, wo es lang geht. Das ist doch eigentlich, soweit ich mich erinnere, der Homo Faber. Und habe das Buch dann in diesem One-Room-Apartment nochmal gelesen. Mit den Autosirenen außen und allem. Und habe einen Brief geschickt hier nach Zürich und kurz darauf kam es zu einer Begegnung. Also ich hatte etwas erlebt, was mir, was ich vorher, habe ich das Buch wahrscheinlich nicht verstanden. Und so ist es oft bei Verfilmungen, also beim jungen Tarles, das ist ganz klar, ich hatte 3 Jahre im Internat verbracht, also ein Internatsfilm, plus der ganze politische und psychologische Subtext war sehr viel, was mich berührt hat. Deshalb habe ich den als ersten Film gemacht. Und bei anderen Verfilmungen, wo es so eine innere Beziehung zu dem Buch nicht gab, da sind dann auch die Verfilmungen nicht gelungen. Also es ist ja mehr eine Lektüre. Ich kann geradezu sagen, also ich missbrauche eigentlich die Literatur als Vehikel, um meine eigenen Erlebnisse irgendwo einzubringen. Sie betonen in den Briefen sehr häufig, und Sie haben es auch jetzt ein bisschen anklingen lassen, den Respekt, den Sie empfunden haben vor dieser Aufgabe, den Homo Faber zu verfilmen. Worin lag dieser Respekt begründet? Ja, also ich würde den Respekt, das klingt vielleicht zu hoch, es ist einfach die Angst zu scheitern. Und das Schlimme an Literaturverfilmungen ist ja, dass jeder im Publikum vergleichen kann, das Buch, was die Vorlage war, und der Film, der dann da ist, und sagen, nee, das war aber gar nichts. Ja? Der Mann hat sich blamiert. Bei einem Film, der nicht auf Literatur beruht, hat ja der Zuschauer gar keine Vergleichsmöglichkeit, ob der Film gelungen ist oder nicht gelungen im Verhältnis zu einer Vorlage. Und dieses, warum man immer wieder das Wagnis eingeht, da jedes Mal nochmal Abitur machen zu müssen, mit jedem neuen Film vor einer großen Klasse von einem Publikum von Hunderttausenden und sich da wohl möglichst zu blamieren, das weiß ich auch nicht. Ja. Kommen wir mal ein bisschen konkret auf die Arbeit am Film zu sprechen. Wenn man sich das Material anschaut, das überliefert ist im Umfeld dieser Arbeiten, dann zeigt sich, dass auch schon die Suche nach dem Hauptdarsteller eine relativ aufwendige Sache war. Es tauchen
unzählige Namen auf. Sam Neill taucht auf, William Hurt taucht auf, John Malkovich taucht auf, einmal sogar von Gérard Depardieu die Rede. Wobei es dann heißt, dass der wahrscheinlich ein bisschen zu schlecht Englisch kann, wie die meisten Franzosen. Und er ja, da hätte man ja einen Franzosen aus ihm gemacht. Ja, das wäre auch eine Grund Möglichkeit gewesen. Aber das war zumindest so eine einschränkende Überlegung, die da auftaucht. Und am Ende ist es Sam Shepard geworden. Können Sie ein bisschen erzählen, was da die Gründe waren, dass diese Entscheidung dann am Ende so ausgefallen ist? Das ist ja für den Film eine entscheidende Frage. Ja, bei einer Verfilmung kann man sich ja vorstellen, denkt jeder erstmal, also da ist eine große gedankliche Arbeit, wie kann ich also hier die langen Sätze von Proust in lange Einstellungen auf der Leinwand umwandeln oder dies oder jenes. In Wirklichkeit sind die Fragen viel konkreter. Das Erste, was man sich fragt, bevor man überhaupt mit dem Drehbuch oft anfängt, ja, wer soll das denn spielen? Ja. Ja, wer soll denn dieser Zwerg in der Blechtrommel sein? Den gibt es doch gar nicht, den kann man doch gar nicht besetzen. Und dann fängt man an, sich vorzustellen, plötzlich kommt man drauf, das ist ja gar kein Zwerg, das ist ja nur ein Kind, was sich weigert zu wachsen. Dann brauche ich also nur ein begabtes Kind zu finden und dann findet man noch ein Kind, das nicht nur begabt ist, sondern außerdem nicht gewachsen ist. Und ja, dann ist man motiviert, am Drehbuch zu arbeiten. Also es ist diese Arbeit, die an der Vorlage zu arbeiten und den Darsteller zu finden, das geht immer Hand in Hand. Und das ist zum Schluss für den Erfolg oder Misserfolg der sogenannten Literaturverfilmung vielleicht das Allerwichtigste. Denn das Schwierige ist ja nicht, eine Geschichte mit anderen Mitteln zu erzählen, sondern Darsteller und Menschen, die Leser sich vorstellen, wenn sie ein Buch lesen und jeder stellt sich einen anderen vor. Selbst Heinrich Böll wusste nie, als ich ihn gefragt habe, ja, ist die Katharina Blum denn blond oder dunkelhaarig? Ist sie groß oder klein? Er sagte, das hängt von den Tagen ab, wenn ich schreibe. Sage ich, ja, ich kann ja nicht jeden Drehtag eine andere Darstellerin nehmen, obwohl Buñuel das einmal gemacht hat bei dem Obscur Objet. Das ist ein wichtiger Prozess und führt natürlich, eine Literaturverfilmung muss ja immer zurückführen auf das, was den Autor inspiriert hat. Also man meint jedenfalls die Art, wie ich vorgehe. Ich versuche in dem Text zu finden, wo versteckt sich Life Lived? Was mag wohl der Auslöser für den Autor gewesen sein, das zu schreiben? Also man geht im Grunde von der Kunst zurück auf das Leben, das die Kunst inspiriert hat. Und manchmal findet man da etwas, manchmal das Falsche oder Richtige, ich weiß es nicht. Also ich weiß überhaupt nicht, unter welchen Umständen Max Frisch den Homo Faber geschrieben hat. Ich weiß nur, unter welchen Umständen ich ihn entdeckt habe. Und es ist im Grunde eben so nach dem Satz verfehltes Leben. Aber waren Sie mit ihm im Gespräch, als Sie an dem Drehbuch gearbeitet haben? Hat er da mitgeredet? Ich meine, es ist Max Frisch und der Film ist ein großes Thema. Also Max Frisch hat ja selber auch Treatments geschrieben. Es gibt zum Beispiel einen Film, der heißt SOS Gletscherpilot. Schweiz 1957, erstes Treatment von Max Frisch. Kann man sich genau vorstellen, worum es da geht. Er hat Zürich Transit, also ein Drehbuch geschrieben. Er hat sich sehr mit dem Film beschäftigt, auch als Schriftsteller. Hat er da, ist das irgendwie eingeflossen in die Gespräche? Also er war der einzige Schriftsteller von den vielen, vielen, mit denen ich gearbeitet habe, wo ich das Gefühl hätte, er könnte im Grunde den Film selbst machen. Der also gedacht hat in den tektonischen Vorstellungen von einem anderen Medium. Und wir haben sehr, sehr intensiv über zunächst mal nur den Stoff gesprochen und dann aber
von der ersten zur zweiten zur dritten Drehbuchfassung, und das ist ja einmal unterbrochen worden für über ein Jahr, weil wir das Geld nicht fanden und das Flugzeug nicht fanden, danach wieder drauf zurückgekommen. Und da hat er immer ganz klar analysiert, also bis hierhin, was ich auch im Archiv heute Nachmittag gesehen habe, dass er diesen Bericht auch ganz klar strukturiert, vorher oder nachher. Aber da sagt er, also da sind gewisse Träger, die sind da, und dann ist da ein Balken drüber, ja, der schwebt ein bisschen in der Luft, das müssen wir noch verfestigen. Dann kommt da eine Rückblende, sagt er, Rückblende im Film mag ich gar nicht. Da wird man, gerade hat man sich auf eine Geschichte eingelassen, dann wird man rausgerissen. Durch eine Rückblende muss ich jetzt auf eine andere Geschichte oder eine andere Episode einlassen, und wenn man dann endlich in die Episode eingestiegen ist, wird man wieder rausgerissen, weil dann geht es wieder zurück auf die Erzählebene, ins Präsens. Da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Und das sagt dann zum Beispiel, eigentlich ist hier so, wie Sie die Geschichte erzählen, der erste Moment, wo man eine Rückblende machen könnte, ist, wenn das Flugzeug abgestürzt ist. Die sitzen in der Wüste unter dem Flügel. Man weiß nicht, wie es weitergeht, ob sie gerettet werden oder nicht. Aber so viel steht fest, jetzt passiert erstmal gar nichts. Jetzt müssen sie erstmal warten. Jetzt kann man eine Rückblende machen. Ja, weil der Zuschauer hat nicht das Gefühl, dass er was versäumt, solange er weg ist. Und wenn er zurückkommt aus der Rückblende, sitzen die immer noch unter dem Flugzeugflügel im Schatten und warten, dass es weitergeht. Also so zu denken in den Begriffen von einem anderen Medium, das ist mir mit keinem anderen Schriftsteller vorgekommen. Aber die ersten Gespräche waren ganz praktische. Der Film spielt in den 50er Jahren, wir treffen uns 1989, glaube ich, und einen Film zu drehen mit so einem Flugzeug aus der Zeit in den 50er Jahren, das ist enorm kostspielig. Ja. Deshalb meine erste Frage, könnte der Film nicht heute spielen? Könnten wir da nicht einen zeitgenössischen Ingenieur draus machen, ja? Mit einem billigeren Flugzeug. 88, ja, mit dem Dings. Ja, da kam sofort das Dings, ja, Moment mal, wir haben ja heute nur noch Jetflugzeuge, die können bestimmt nicht unbeschadet in der Wüste landen, da gibt es keinen bekannten Fall. Das ging nur noch mit, und da kaum glaubwürdig, mit einer Propellermaschine. Immerhin hat ja ein Flugcaptain es geschafft, auf dem Hudson River ein Flugzeug in New York zu landen, und alle haben überlebt, aber das war ja eben auf dem Wasser und nicht in der Wüste. Das Zweite, was wichtiger war, sagt er mir, es sagt, heute gibt es einen solchen Ingenieur nicht mehr, der so ungebrochen an die Technik glaubt, wie man das Anfang der 50er Jahre getan hat. Anfang der 50er Jahre, das war die Zeit, wo man den Assuan-Damm begonnen hat zu bauen und denkt, der wird also ganz Ägypten in ein fruchtbares Paradies verwandeln. Keiner hat daran gedacht, dass der Schlamm sich da sammelt und es überhaupt keine Fruchtbarkeit mehr gibt und der Damm ganz schnell verschlammt ist. Man hat große Elektrizitätszentralen in Südamerika und so weiter gebaut, und das hat auch die Probleme nicht gelöst. Also heute glaubt niemand mehr so ungebrochen an die Technik. Und vor allen Dingen gibt es nicht mehr, und das erinnere ich mich noch, es geht gar nicht um den Jet oder den Propeller, es gibt keine Flugzeuge und keine Autos mehr, die diesen Glauben haben, man könnte Technik und Ästhetik miteinander verbinden, sodass ein schönes Objekt entsteht, also ein Studebaker mit so wunderbaren Heckflossen, ja, oder eben ein Flugzeug auch mit so wunderbaren Heckflossen. Deshalb also
musste ich einsehen, man kann das nicht, man konnte das nicht in die Zeit, in die Drehzeit verlegen, sondern das musste in den 50er Jahren sein. Dann gibt es noch einen ganz praktischen und ganz wichtigen Hintergrund. Die Zeit zwischen dem Zweiten Weltkrieg und, nehmen wir mal an, 1989, wäre viel zu lang als Unterbrechung für seine Bekanntschaft oder Beziehung zu Hannah, die er vor dem Krieg gesehen hat und dann nicht mehr bis Anfang der 50er Jahre, also bis 8 Jahre nach dem Krieg. Das wäre dann, 30, 40 Jahre nach dem Krieg, da wären alle beide Mümmelkreise gewesen. Also es ging hinten und vorne nicht, aber wir haben es bis in dieses Detail miteinander durchdiskutiert. Und dabei fließt dann natürlich alles Mögliche ein, wie ich sag, ja, wie wichtig ist das denn, das mit der Jüdin und vor dem Krieg? Sagt er, naja, einen zwingenderen Grund gibt es nicht und außerdem, und dann erzählt er eben, das ist ja nicht frei erfunden und das hat es ja in meinem Leben gegeben und auf einmal merkt man, aha, es geht nicht nur um Literatur. Hinter der Literatur verbirgt sich Leben. Und das sind die Sachen, die auf die Art und Weise bekommt man eine Ahnung, wie man den Text vielleicht inszenieren könnte. Und deshalb finde ich diese Gespräche mit dem Autor so wichtig und selten waren sie so unverkrampft wie mit Frisch, weil er hat genau das angeschaut, wie als ob da jetzt ein Haus gebaut werden müsste. Ja, das sind die Materialien, das ist das Drehbuch und da ist also die Erwartung, dass ein Film entsteht oder dass ein Haus entsteht, wie kann man das bewerkstelligen? Es kann ja auch anstrengend sein, oder? Also es kann ja auch vorkommen, dass Sie denken, ja, das ist jetzt seine Meinung, er hat den Roman geschrieben, ich nähere mich dem von einer ganz anderen Richtung, nämlich als Filmemacher. Und da will ich ja mir vielleicht auch meine eigenen Freiheiten herausnehmen. Ich meine, bei Törleß gab es diese Möglichkeit nicht. Es ist schon eine unterschiedliche Situation, ob quasi der Autor noch als Gesprächspartner zur Verfügung steht oder eben auch nicht. Nee, also es ist halt nicht jeder Autor so wie er war. Das war ja auch sehr lustvoll. Also wenn ich zu ihm kam, um diese Gespräche nachmittags zu beginnen, dann kam ja auch irgendwo an der Punkt, wo er gesagt hat, jetzt brauche ich erst mal einen Whisky, um mir einen kleinen Peitschenschlag hier zu geben. Und dem habe ich mich gerne angeschlossen. Und übrigens für heute Abend habe ich in der Kronenhalle reserviert. Also er hat es verstanden, dass das nicht anstrengend war. Ich wollte eigentlich irgendwie immer mehr und mehr und mehr. Und es ging natürlich dann auch auf Gegenseitigkeit, das Geschichten erzählen. Man meandert so um den Roman herum. Und trotzdem, als dann die erste Fassung ich ihm vorgelegt habe, war er, glaube ich, nicht so angetan. Das kann ich auch gut verstehen. Es sind ja entscheidende Eingriffe gewesen. Erstens mal ist der Film ja beinahe ja eine romantische Reise und kein Bericht. Ja. Er wird erzählt in der Rückerinnerung von Faber am Flughafen von Athen. Es ist also ja beinahe sentimental, was sein Bericht, sein Buch niemals ist. Es verzichtet auf die Tatsache, dass Faber ja krank ist. Das hat er übrigens im Vorgespräch gleich gesagt, als ich das vorgeschlagen habe. Es ist immer so bei Filmen ein bisschen peinlich, sie müssen sich jetzt für den Mann interessieren, weil der stirbt demnächst. Ja. Das ist ja so ein oft benutzter Hollywood-Trick. Können wir nicht darauf verzichten, können wir nicht seine Geschichte erzählen, ohne dass er krank ist. Das kann ja dann später krank werden. Aber dadurch entfällt natürlich ein ganzer Rahmen, der wichtig ist. Und das hat ihn schon sehr verstört beim ersten Drehbuch. Ja. Eine Besonderheit des Romans, und
besonders für jemanden, der sich damit filmisch auseinandersetzen will, ist ja unter den vielen technischen Utensilien, die im Roman vorkommen, neben der Super Constellation und der Schreibmaschine, der Hermes Baby, eines der technischen Dinge ist die Kamera, die Walter Faber ständig in den Händen trägt und auch einige Episoden abfilmt. Ist das eigentlich für einen Regisseur ein Steilpass oder doch ein bisschen mühsam? Nein, das ist ein Steilpass. Natürlich die Vorstellung, dass der Held des Films filmt selbst seine Amateuraufnahmen und die sich später wieder ansehen kann. Das ist ja statt einer Rückblende, ach so, jetzt erinnert er sich, wie das damals war. Stattdessen sieht er die Filme an, was ja im Roman auch eine sehr, sehr starke Passage ist, wenn er das in Düsseldorf macht. Ich habe damals noch nicht gewusst, dass er so viel gefilmt hat. Das habe ich erst Jahre später entdeckt, als ich den Schweizer Film über Montauk gesehen habe und dass er eine ganz professionelle 16mm Kamera hat. Was ist eigentlich aus dem ganzen Material geworden? Da müsste es doch Stunden und Stunden noch von Filmen geben. Ja, die sind vielleicht genauso wichtig wie unveröffentlichte Manuskripte. Ja, vielleicht sollten wir mal eine Max Frisch Filmedition dann noch in die Gänge bringen. Das auf jeden Fall werden wir besprechen. Ja, aber das ist eine gute Idee. Von Ihnen dann quasi herausgegeben. Gerne. Okay, gut. Wir haben das nächste Projekt. Ja, wir sind nicht arm an Projekten. Das ist sehr gut. Das ist ein Wort. Okay. Haben Sie sich eigentlich für den Max Frisch hat ja selber die Figur Faber ja ganz besonders charakterisiert. Es gibt eine Äußerung von ihm in einem Interview, unmittelbar nachdem er den Roman geschrieben hatte, hat er gesagt, der Faber sei eigentlich keine Figur oder eigentlich auch kein Mensch, sondern ein Typus. Ein Typus für den modernen Menschen oder die Figur Faber posiert einen Typus, den er für den modernen Menschen hält, den es aber gar nicht gibt. Würden Sie sagen, dass Sie sich in Ihrem filmischen Auseinandersetzung mit dem Buch eher für die Figur oder den Menschen, die Person Faber interessiert haben oder eher für diesen Typus? Oder würden Sie sagen, diese Unterscheidung kann man eigentlich gar nicht machen? Die Antwort ist ganz einfach für den Menschen, weil man vor der Kamera eben mit Menschen zu tun hat. Und das ist ganz schwer, aus einem konkreten Schauspieler jetzt einen Typus zu machen. Im Gegenteil, damit man sich für die Person interessiert auf der Leinwand, sage ich, ist es immer wichtiger, dass man sich für den Schauspieler interessiert, mehr als für die Rolle. So, sagen wir mal, wenn ich einen Film mit Gary Cooper anschaue, High Noon oder mit Marlon Brando, dann interessiert mich nicht der Sheriff, sondern interessiert mich Gary Cooper. Und dann interessiert mich nicht der Boxer Malone, sondern interessiert mich der Marlon Brando. Oder gut, Sie sehen, ich bin aus einer anderen Generation, meine Beispiele liegen weit zurück. Wenn einmal auf der Leinwand ein Schauspieler, ein Protagonist erscheint, dann tritt die Rolle zurück und derjenige, der die Rolle spielt, wird wichtiger. Also in dem Zusammenhang hat er zum Beispiel, über den Sam Shepard müssen wir gleich nochmal reden, ja, weil das war ein schwieriger Fall, aber über die Julie Delpy als Sabet gab es überhaupt nie einen Zweifel. Vom ersten Moment an, als ich ihm Probeaufnahmen von ihr gezeigt habe oder sogar Fotos gezeigt hat, war er ganz ergriffen und ja, die ist es, die hat die Aura, das ist die Virgo, das ist alles Mögliche. Also er hat da sofort einen Zusammenhang gehabt. Der Homo Faber selbst sollte ja ursprünglich ein
sollte der Film in deutscher Sprache gemacht werden. Mit, haben gedacht an Bruno Ganz, ist ja klar, lag damals auf der Zeit Helmut Grimm, andere. Es ist nicht dazu gekommen, weil es uns im ersten Anlauf nicht gelungen ist, den Film als Film in deutscher Sprache zu finanzieren. Und deshalb bin ich dann eben nach einem Jahr Unterbrechung, wo ich die Geschichte der Dienerin, den Handmaid's Tale gedreht hatte, zurückgekommen und habe gefragt, können Sie sich eigentlich vorstellen, dass der Homo Faber Amerikaner wäre? Die Amerikaner sind doch die Ingenieure überhaupt und auch, dass der noch nie durch Italien gefahren ist und das alles zum ersten Mal sieht, ist doch eigentlich ganz glaubwürdig. Ich habe mit heftigem Protest gerechnet und stattdessen hat er gesagt, ja, da muss man drüber nachdenken. Ja, bei mir ist er Schweizer natürlich, weil ich Schweizer bin. Aber vorgestellt habe ich mir immer diesen Schweden, der da bei Bergmann mit dem Tod Schach spielt, sage ich Max von Sydow, sagte ja, ja, genau, so eben dieser große, blonde, blauäugige, der plötzlich in die Unwahrscheinlichkeit hoch 10 gerät. Und so ist es dann dazu gekommen, dass er erstmal also den Gedanken, dass das ein Amerikaner sei, von der Sprache her, weil ich habe gesagt, wenn wir in englischer Sprache drehen, das ist ja affig, wenn dann hier die Deutschen und die Schweizer alle Englisch sprechen, dann müssen wir ja einen Grund haben. Ja? Dann muss eben die Hauptfigur Amerikaner sein. Aber das sind alles Überlegungen, die er mitgemacht hat. Ich glaube, dass vielen seiner Freunde ist das gegen den Strich gegangen, weil man natürlich gerade hier erwartet hat, dass der Homo Faber irgendwie auch ein Porträt von Max Frisch ist. Das Einzige, wo es ihm dann wirklich zu weit gegangen ist, war, als der Sam Shepard dann die Wahl war, der zugestimmt hatte, und dass der dann aber im Bett, im Hotelzimmer sitzt und hat einen Hut auf. Das ging zu weit. Wieso? Weiß ich nicht. Sie hat gesagt, unmöglich, unmöglich. Tut ein Ingenieur nicht. Sag ich, vielleicht haben Sie recht, auch ein amerikanischer Ingenieur würde das wahrscheinlich nicht tun. Nur ist der Shepard halt ein halber Cowboy. Und wieso war er ein schwieriger Fall, der Sam Shepard? Wie Sie vorhin angetönt haben. Nein, das war eigenartig, als es gab keine wirklichen Filmaufnahmen von Filmen mit Sam Shepard, die ich ihm hätte zeigen können, die irgendwo in diese Richtung gingen, und hatte ihm zwei Theaterstücke von Sam Shepard mitgegeben, um zu sehen ungefähr, wer das ist, und die hat er gelesen und dann hat er gesagt, doch, seine Sprache gefällt mir, ich glaube, der kann das spielen. Es ist also ein Casting-Kriterium, was mir vorher noch nie untergekommen war. Aber die Intuition von ihm fand ich schon sehr richtig. Und der Sam Shepard seinerseits hat sich dann mit den Büchern von Max Frisch auseinandergesetzt, um zu versuchen zu verstehen, was dahinter ist. Und hat dann aufgrund der Prosa von Max Frisch, nicht unbedingt aufgrund der Rolle, zugestimmt, das zu spielen. Die Premiere des Films oder das Erscheinen des Films ist ja zeitlich relativ genau dann zusammengefallen mit dem Tod von Max Frisch. Ja, das war nicht vorgesehen, vor allen Dingen nicht von ihm. Ja. Wir hatten dieses ein Jahr oder anderthalb Unterbrechung, um nun doch noch die Finanzierung für den Film zu bekommen. Und als wir dann wieder anfingen und hatten schon also die Drehzeiten und alles fest und haben dann die Reisen gebucht, auch er wollte unbedingt mit nach Mexiko kommen und schrieb dann noch, das wird dann meine dritte Mexiko-Reise. Und dann kam eines Tages ein Brief, dass er beim
Arzt gewesen ist, zu einer Routineuntersuchung und dass dieser Krebs festgestellt worden ist. Ora incerta est, aber ich hoffe, dass ich noch die zumindest die Muster des Films und vielleicht einen Rohschnitt sehen kann. Und das, ja, war natürlich schrecklich. Er hat dann sogar noch den fertigen Film gesehen. Also immer, wenn ich eine Etappe wieder hinter mir hatte, habe ich ihm darüber berichtet und habe ihm auch von dem gedrehten Material was geschickt. Und er hat da, ja, es hat ihm vielleicht auch gut getan oder abgelenkt. Jedenfalls ist er sehr, sehr intensiv an dem Schnittprozess beteiligt gewesen, ne? An den verschiedenen Fassungen, so wie vorher am Drehbuch. Am Schnittprozess selber? Ja, ich habe ihm die erste Fassung gezeigt, dann arbeitet man weiter, spricht drüber, dann eine zweite Fassung. Und da ging es eben speziell um diese Rückblenden. Und es ging auch um die Verwendung des 16mm Materials mit der, also die Bilder, die er von der Sabet gefilmt hat, da habe ich vielleicht zu sehr geschwelgt in den ersten Fassungen, da hat er gesagt, weniger ist besser. Wir müssen schon langsam zum Ende kommen, wir haben nur eine Dreiviertelstunde. Ach so, ich dachte, wir haben gerade angefangen. Ja, ich auch. Gibt es eine Raubkatze, die etwas mit dem Film zu tun hat? Eine? Raubkatze? Ich meine natürlich den Jaguar. Ach. Wussten Sie, dass der Zweitschlüssel Ihres Autos in Marbach im Deutschen Literaturarchiv aktuell ausgestellt wird? Ja, ich habe ihn ja dahin geschickt, die haben mich ja darum gebeten. Sonst hätte ich Sie darüber informiert. Nein, das war tatsächlich, danke. Wenn ich hier in Zürich mit ihm war, dann sind wir auch manchmal rausgefahren aus der Stadt und mit seinem Jaguar. Und ich habe gedacht, das ist ja schön, dieses Modell da von 1967. Ich habe zweimal einen Jaguar gehabt, aber immer diese in den 80er und 90er Jahren ganz schlechte und jämmerliche. Und dann nach der Vorführung des fertigen Films, dann ist er im Fahrstuhl mit mir in die Tiefgarage gefahren und da stand sein Jaguar und dann hat er mir eben diesen besagten Schlüssel hingehalten und hat gesagt, er ist jetzt deiner, wo ich jetzt hinkomme, brauche ich kein Auto mehr. Und, ich fahre ihn seitdem, er ist jetzt 50 Jahre und 3 Monate alt und davon hat 25 Jahre Max Frisch ihn gefahren und ich habe ihn die weiteren 25 Jahre gefahren. Sehr schön. Letzte Frage, wann haben Sie Ihren eigenen Film zum letzten Mal gesehen? Ich schaue mir meine Filme später nicht mehr an, das ist mir sehr peinlich. Nur diesen musste, und ich hatte ihn seit 15 Jahren mindestens nicht gesehen, vor 3 Wochen in einer Filmklasse an der Filmhochschule in Babelsberg vorführen als Beispiel für Literaturverfilmung und dann mit den Studenten ihn auseinanderzunehmen. Und da habe ich ihn mir nochmal angesehen, ja. Und was waren Ihre Eindrücke? Ja, mir ging es so wie Max Frisch nach der ersten Vorführung, da hat er gesagt, ich will zuerst mal nach Hause gehen und mich hinlegen und komm doch, inzwischen duzen wir uns, komm doch heute Abend zwischen 6 und 7 nochmal vorbei und dann kam ich hin und klingelte und es machte niemand auf und dann klingelte ich nochmal, machte immer noch niemand auf und dann wollte ich schon gehen und dann ging die Tür auf und er stand da und dann sagte er, entschuldige, ich bin ganz woanders gewesen, man weiß nie, an was das in einem rührt. Und so ist es mir gegangen, als ich den Film jetzt wieder gesehen habe. Nämlich, ich habe auf einmal mich vor allen Dingen erinnert an die Zeit damals, als ich ihn gedreht habe, ist ja auch 25 Jahre her, und was da alles dahinter war und wie viel ich schon wieder vergessen hatte. Gut, dann schauen wir uns den Film nochmal an.
Volker Schlöndorff, vielen herzlichen Dank, dass Sie uns in Zürich besucht haben und vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch. Volker Schlöndorff. Ich bin selbst sehr dankbar.